Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Mittwochnacht, Freitemennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50, die Telefonnummer, die kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist die Margarete. Und Margarete ist 37 Jahre alt. Hallo Margarete. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass es mal geklappt hat. Ja. Beziehungsweise ich habe es noch nicht so lange probiert und hatte heute mal Glück. Na super. Um was geht's denn? Bei mir geht's um das Thema Organspende. Mhm. Eigentlich, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt doch unbedingt mal anrufen, war die Sendung letzte Woche, die im holländischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, wo diese Niere verschenkt werden sollte. Ja. Wo praktisch die Dame, die zur sterbenskrank war, entscheiden durfte und das Publikum, wer dann die Niere bekommt. Ja, da haben sich alle groß drüber aufgeregt vorher. Ja, ich meine... Zynik und so etwas. Ja, ich war natürlich auch ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ich bin selber transplantiert. Ah ja. Und was ist bei dir transplantiert worden? Also ich hatte Niere und Bauchspeicheldrüse, wobei ich die Bauchspeicheldrüse durch eine Abstoßung im Krankenhaus auch wieder verloren habe. Und lebst du jetzt im Moment ohne Bauchspeicheldrüse? Nein, das geht gar nicht. Mit der alten. Ach, mit der alten? Das wird praktisch zusätzlich noch mit reingequetscht. Ach so, das wusste ich nicht. Also weil, normalerweise, also im Fall der Niere wird die alte ja entfernt. Nein. Nein? Nur wenn sie entzündet ist oder krankhaft verändert. Ach so. Also ich habe meine alten noch, die aber nicht mehr funktionieren und diese neue. Und warum entfernt man die nicht funktionierenden Nieren nicht? Also normalerweise schrumpfen die dann ein, weil dann praktisch ja andere Anschlüsse für die neue gelegt werden. Und wenn die jetzt sozusagen nicht pathogen sind, dann besteht da kein Bedarf. Ach so. Ja, ich als Laie hätte jetzt gedacht, dass die irgendwie verrotten im Körper, wenn die nicht mehr... Aber es wird seinen medizinischen Grund haben, sonst würde man das nicht so machen. Aber nochmal zurückzukommen auf diese Sendung. Diese Sendung hat, wie gesagt, im holländischen Fernsehen stattgefunden. Es gab einen riesen Pressewirbel und letztendlich hat es sich als Spaß herausgestellt. Natürlich haben sie gesagt, dass sie eben mit dem Hintergrund, dass sie eben die Menschen aufmerksam machen wollten. Auf das Thema Organspende? Auf das Thema Organspende. Was ihnen sehr gut gelungen ist. Das muss man sagen. Man hat nicht nur in Holland darüber gesprochen, sondern auch in Deutschland, wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern. Ja, genau, aus ganz Europa. Ja, und somit ist dieses wichtige Thema wieder ein öffentliches Thema geworden. Ja, also es beschäftigt mich eben eigentlich auch und ich habe auch eben selber die Erfahrung gemacht, dass im eigenen Bekanntenkreis die Leute einfach nicht dazu bereit sind. Die haben ja teilweise mich an der Dialyse erlebt. Wie lange warst du an der Dialyse? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Wobei man da noch sagen muss, das ist eher wenig. Ne? Mhm. Also es gibt Menschen, die müssen 7, 8 Jahre warten. Mhm. Und wenn es aber passt, dann vielleicht nur ein halbes oder ein Jahr. Ja. Das heißt, diese 4 Jahre hast du dann auch auf ein Spendeorgan gewartet. Ja. Genau. Und ich... dadurch, dass ich ja eigentlich 2 Organe empfangen sollte oder auch empfangen habe zunächst, ist man auf einer anderen Liste, die eigentlich schneller geht, als wenn man nur für die Niere angemeldet ist. Wie war denn das? Ich stelle mir das immer sehr aufregend und spannend vor, aber auch bedrückend aufregend. Wie ist das? Kriegt man dann einen Anruf? Ja, genau. Und musst also, dann ganz schnell ins Krankenhaus, oder wie geht das? Ja, doch, genau, relativ schnell. Ich meine, ich bin, sage ich mal, gegen den modernen Fortschritt und besitze kein Handy. Mhm. Obwohl man gesagt hat, man muss jederzeit erreichbar sein. Mhm. Aber am Anfang, da macht man sich Gedanken. Jetzt jeder Anruf, also
das könnte es sein, aber das verliert sich mit der Zeit. Ich wollte gerade sagen, andererseits kann man ja auch mürbe werden, wenn man über viele Jahre jedes Mal denkt, wenn das Telefon klingelt, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Mhm. Aber dann irgendwann war es in der Tat soweit bei ja, dir. Ja, und ich kam an diesem Tag auch gerade von der Dialyse. Mhm. Es war noch ein Mittwoch, das weiß ich, weil meistens ist der Rhythmus Montag, Mittwoch, Freitag. Ja, also Dialyse fährt man dann irgendwo in ein Krankenhaus? Oder in der Dialysepraxis, in der ja. Und dann wieder nach Hause. Und dann wieder nach Hause. Und dann ging das Telefon? Ja, etwa also gegen 18 Uhr kam ich und nach 20 Uhr. Ja. Und dann, wenn man dann schon hört, ja, hier ist das Transplantationszentrum. Oh, dann weiß man dann schon. Dann plötzlich, dann fängt das Herz an zu schlagen. Ne? Und dann sagt eben der zuständige Arzt, wir haben wahrscheinlich ein Organ für Sie. Ja. Bitte kommen Sie. Und wie weit musstest du dann noch fahren, bis du in der entsprechenden Klinik warst, die dich dann operiert hat? 50 Minuten. Ach so, das ging dann ja noch. Ja. Mhm. Und bist du dann in der Nacht noch operiert worden? Nein, also man denkt ja dann, oh, jetzt geht's sofort los, aber das dauert noch einige Zeit. Also ich war dann gegen 21 Uhr im Krankenhaus und bin dann erst am darauffolgenden Tag um 7:30, 8 in den OP gefahren worden. Naja, immerhin. Das heißt, da müssen natürlich auch noch Vorbereitungen für so eine große Operation getroffen werden. Genau. Und da wird immer schon eben drauf vorbereitet. Es wird nochmal Blut abgenommen, Röntgenbild. Das, was man so macht vor großen Operationen. Ja. Was war das für ein Gefühl, als du dann kurz vor der Narkose standest? Hast du dich gefreut? Jetzt ist es endlich soweit. Oder hattest du auch Angst, es könnte schief gehen und es ist vielleicht hinterher noch schlimmer als vorher? Ja, also ich hatte schon Bedenken, ob ich alles so gut überstehen würde, weil ich habe, sag ich mal, keinen familiären Beistand und sag ich mal, ich hänge nicht so am Leben. Ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe gleich, weil ich eigentlich damals noch gar keine Patientenverfügung hatte, mit dem Arzt noch besprochen, wenn irgendetwas passiert. Mhm. Also ich möchte nicht reanimiert werden. Mhm. Wie lange liegt die Operation jetzt zurück? 2005, also 2005. Dieses Jahr wären es 2 Jahre. Mhm. Geht es dir denn jetzt gut mit der transplantierten Niere? Sagen wir mal, sie läuft befriedigend. Gut nicht, aber so, dass man gut ohne Dialyse, dass ich gut ohne Dialyse sein kann. Was läuft denn nicht gut? Ja, man muss ja da gegen die Abstoßung eben Medikamente einnehmen. Soweit ich weiß, sehr starke. Sogenannte Immunsuppressiva, ja. Die wiederum starke Nebenwirkungen haben. Und die haben ganz schöne, zum Teil ganz schöne Nebenwirkungen. Welche Nebenwirkungen sind das? Ja, also komischerweise können die auch wieder die Niere negativ beeinflussen. Also man muss ja regelmäßig zur Blutuntersuchung und da nehmen sie ja auch dieses Kreatinin, diesen sogenannten Nierenwert ab. Und daran lässt sich ja dann auch erkennen, wie gut die Niere arbeitet und wie gut nicht. Und bei mir ist es auch so, dass, sag ich mal, die Ausschaltung nicht so sein sollte, ja, wie bei einer gesunden Niere. Also, Organe arbeiten ja in jedem Körper dann auch unterschiedlich. Also es ist nicht ganz optimal, aber dennoch ist es besser als vorher, kann man das so sagen? Natürlich, weil die ganze Dialyse bleibt einem erspart. Mhm. Also in deinem Fall war das dann so, dass du wärst nicht gestorben, wenn du das Organ nicht bekommen hättest, ist das richtig? Nein, ich wäre nicht gestorben. Du hättest nur endlos diese Tortur mit der Dialyse machen müssen. Ja, ganz genau. Es gibt aber viele Fälle bei der Organtransplantation, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Ja. Bei Herzen zum Beispiel. Insofern, ich will nochmal darauf zurückkommen, auf den Anfang deines Gespräches, finde ich das auch ein so wichtiges Thema. Und ich appelliere auch immer und sage immer überall, Leute, schafft euch so einen Organspendeausweis. Ja. Wenn man einen schweren Unfall hatte und wirklich nicht mehr ins Leben zurück kann. Wobei der Großteil hat mir der Arzt gesagt, sind nicht mal Unfallopfer. Das sind eher Menschen, die an anderen Krankheiten sterben, weil oft bei Motorrad- oder Autounfällen die Organe innerlich so verletzt sind, dass man die gar nicht verwenden kann. Ja, und dann sollte man sich vor Augen halten, wenn man stirbt, sterben muss, kann man unter Umständen durch seinen Tod ein anderes Leben retten.
Mehrere sogar. Oder mehrere sogar. Zwei Nieren, eine Bauchspeicheldrüse, eine Leber, ein Herz und eine Lunge. Mhm. Also ist das etwas ganz, ganz Gewichtiges und da sollten wir immer und immer wieder uns drüber im Klaren sein. Ja, selbst im Bekanntenkreis stoße ich da oft auch taube Ohren. Ne? Warum? Weil, also oft höre ich ja, dann fangen die schon an, obwohl man noch nicht tot ist. Dann habe ich auch gesagt, das ist eine Kommission von drei Ärzten, die unabhängig voneinander den Tod feststellen müssen. Die kommen aus verschiedenen Städten daher und untersuchen denjenigen. Ich habe da auch Vertrauen rein, das muss ich sagen, in diese Regelung. Es gibt es gab wohl vor vielen Jahren mal einen Fall von einer Mutter, die Organspenden freigegeben hat ihres verunglückten Sohnes. Diese Dame hat man schon öfters im Fernsehen gesehen, die seine vehemente Gegnerin ist aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht hat, die man subjektiv verstehen kann. Aber ich habe auch Vertrauen in diese Regelung mit dieser Kommission, wie du sie gerade beschrieben hast. Genau. Und auch in der Dialysepraxis, wo ich war, wo praktisch die Krankenschwestern und Arzthelferinnen praktisch tagtäglich auch mit dem Leid da konfrontiert worden sind, hatten nur der Arzt und eine Helferin einen Ausweis, ne? Ja, man kann das nicht verstehen. Nein, und da habe ich auch gesagt, ja, wieso sind das so wenig? Sie sehen das doch jeden Tag, ne? Ich glaube, Margret, dass viele Leute gar nicht aus bösem Willen so ein Ding nicht haben, sondern einfach aus Nachlässigkeit. Ja. Das ist kompliziert, da weiß man nicht, wo kriegt man das und wo trägt man das ein und wie. Also ich glaube, es sind einfach so die praktische Fragen, die Leute davon abhalten, sich damit zu beschäftigen. Ja, aber sie müssen halt auch bedenken, dass jeder in so eine Situation kommen kann. Jeder immer. Und dann ist man dankbar, wenn es solche Menschen gibt. Definitiv, ne? Definitiv. Und das war bei mir dann eben auch der Fall, dass ich dankbar war, dass jemand bereit war, praktisch für mich zu spenden. Ne? So, liebe Margarete, jetzt haben wir Werbung gemacht, die ich sehr gerne mache, nämlich für Organspendeausweise. Ja. Ich hoffe sehr, dass es dir doch weiterhin noch besser gehen wird als bisher, vielleicht noch besser. Ja. Sodass du dein Leben genießen kannst und auch einfach auch froh bist und dich gut fühlst. Doch, das tue ich. Dann wünsche ich. Vielen Dank für die schöne Sendung. Ich danke. Und jetzt werde ich schnell meinen Fernseher wieder einschalten, damit ich die nachfolgenden noch bekomme. So machst du es. Liebe Margarete, alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, kurzer Hinweis, morgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind wir nicht hier, weil in Nordrhein-Westfalen Feiertag ist und da findet die Sendung nicht statt. Aber heute sind wir hier, wir sind live im Radio, im Fernsehen, bei 1Live, im WDR-Fernsehen und im ARD-Digitalkanal 1 Festival und wir können uns unterhalten über alles Mögliche und Unmögliche, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Weiter geht es mit der Mariella. Mariella ist 46. Guten Morgen. Mariella hat aufgelegt. Dann machen wir weiter mit dem André. Und André ist 23. Guten Morgen, André. Guten Morgen, Domian. Hallo, André. Um was geht's bei dir? Es geht um Folgendes. Also ich habe vor einem Dreivierteljahr habe ich meinem allerbesten Freund, mit dem ich wirklich alles gemacht habe, wir waren zusammen im Urlaub, den habe ich körperlich schwer verletzt. Du hast das gemacht. Warum? Es war so, also wir waren auf einer Party, meine Freundin war dabei und wir haben getrunken und jedenfalls habe ich zu meiner Freundin gesagt, wir wollten die Party verlassen, weil ich auch schon gut angetrunken war. Ich bin dann von der Party gegangen, habe zu meiner Freundin noch geschaut, da habe ich gesehen, wie mein damals bester Freund die an den Po gefasst hat und jedenfalls, ich habe mich in diese Sache so reingesteigert, ich bin auch gleich mit meiner Freundin die Party verlassen, habe mit meiner Freundin noch Stress gehabt, warum sie nichts gesagt hat, habe mich dann alleine bei uns hingesetzt, habe mich darüber noch eingetrunken und habe mich halt in die ganze Sache so reingesteigert, dass ich auf dieser Party wieder angerufen habe und meinen besten Freund verlangt habe und gefragt habe, warum hast du das gemacht? Ich habe gedacht, du bist mein bester Freund, warum machst du sowas?
und habe gesagt, du bist ein Arschloch. Und dann, er war auch betrunken, hat mich so nachgeäfft, du bist so ein Arschloch. Mhm. Naja, jedenfalls ist es so weit gekommen, dass ich gesagt habe, ich komme in 5 Minuten vorbei, dann regeln wir das. Ich bin wieder zu dieser Party gefahren, wie gesagt, habe mich da schon vorher in die Sache reingesteigert gehabt. Mhm. Bin an dieser Party angekommen und mein bester Freund kam dann auch runter. Dann ist es in einer Rangelei, ich habe ihn wieder ein bisschen beschimpft. Er hat mich auch zurückgeschimpft und jedenfalls hatte ich eine Bierflasche in der Hand, woraus ich in dem Moment noch getrunken habe. Die habe ich ihm ins Gesicht geschlagen und auch ein paar Mal auf den Kopf. Mhm. Er ist dann, wie gesagt, zum Boden gegangen, blutend. Ich war sofort wieder nüchtern, wo ich das gesehen habe. Er ist dann aufgestanden und hat gesagt, André, ich habe gedacht, wie kann das sein, wie kann man sowas sein? Jedenfalls habe ich sogar noch gewartet, bis der Krankenwagen da war. Mhm. Er wurde dann, wie gesagt, er hatte einen Nasenbeinbruch, wie sich später herausgestellt hat, einen doppelten und ein paar Platzwunden am Kopf. Mhm. Und und am nächsten Tag wollte ich ihn anrufen, mich entschuldigen, aber da ging seine Mutter ran und hat gesagt, dass er bei der Polizei ist und mich gerade anzeigt. Ach so, er musste nicht im Krankenhaus bleiben, so schlimm war es dann auch nicht? Nee, so schlimm war es auch nicht. Also er ist dann ambulant behandelt worden? Genau, er wurde, die Platzwunden wurden erstmal genäht und die Nase wurde dann Tage. So, dann hat er dich angezeigt. Genau. Was ist jetzt aus der Sache geworden? Das Ganze liegt ein Dreivierteljahr zurück, sagst du? Ja, genau. Es kam dann, wie gesagt, vor Gericht. Ach, es kam vor Gericht sogar? Es kam vor Gericht sogar, genau. Also ich habe mich nicht getraut, ihn anzurufen und dann nochmal, wo er mich angezeigt hat, habe ich mich nicht getraut, ihn anzurufen, mich persönlich zu entschuldigen. Warum nicht? Weil ich Angst hatte davor, dass er mich abweist, weil ich mein bester Freund war und ich hatte einfach Angst wirklich davor, dass er mich abweist. So, wie war das vor Gericht? Vor Gericht war so, der Richter war da, ich habe vor Gericht, hatte mich der Richter gefragt, ich habe das letzte Wort gehabt, ich bin wirklich in Tränen vor Gericht ausgebrochen, habe mich bei ihm entschuldigt, gesagt, es tut mir so leid, ich bin auch nur ein Mensch und ich würde es sofort wieder rückgängig machen. Ich wollte nicht, dass das Ganze so endet. Es tut mir unendlich leid. Jedenfalls wurde ich auf 6 Monate Bewährung verknackt und 100 Arbeitsstunden. Mhm. Und wie gesagt, das ist ja nicht mal das Schlimme, Domian, aber das Schlimme ist, dass sich der ganze Freundeskreis, wo er mit drin war, der hat sich alles komplett von mir abgewandt. Ich habe keine Freunde mehr, alle wollen nichts mit mir mehr mit zu tun haben, weil sie denken, ich bin psychisch krank und wie ich sowas machen konnte, selbst Freunde von mir, die zu der Tatzeit nicht dabei waren auf der Party, die selbst in Köln waren, was weit weg ist, ich wurde hart, sage ich mal, haben gesagt, ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben. Ja. Die Situation, ich denke gerade so im Hinterkopf über das Maß der Strafe nach. Ob das viel ist, ob das wenig ist, ob das normal ist so für ein solches Vergehen. Ich weiß es nicht. Was hat dein Rechtsanwalt gesagt? Ich hatte keinen Rechtsanwalt. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Also ich habe, wie gesagt, ich bin auch zur Polizei gegangen, habe da alles gestanden. Ich habe die Tat zugegeben, ich habe bei der Polizei gesagt, hast du gedacht, ich brauche keinen, ich sage einfach die Wahrheit und dann ist es gut. Genau. Nach dieser Verhandlung, ist es da noch zu einem Gespräch zwischen dir und deinem Freund gekommen? Wie gesagt, ich wohne auf dem Dorf, muss ich dazu sagen. Also, und mein bester Freund wohnt da auch in diesem Dorf. Man sieht sich und wir haben lange nichts zu tun gehabt. Und wenn wir uns jetzt sehen, wir gehen uns aus dem Weg, wir haben uns auf Party getroffen, auch mit anderen Kollegen. Also geht euch aus dem Weg. Und so war es auch nach der Gerichtsverhandlung. Also es wurde kein Wort mehr gesprochen. Wir haben schon mal gesprochen, aber... Nicht darüber. Nicht so wirklich darüber. Und irgendein Larifari. So ungefähr. Ja. Und ich habe das sogar nochmal gesagt, aber er hat gesagt, das freundschaftlich, das wird nicht mehr. Mhm. Weil ich habe ihn in diesem Moment zu sehr verletzt, also zu sehr sein Vertrauen missbraucht, sage ich mal. Oder ja, wie lange warst du vorher mit ihm befreundet? 3, 4, also ich kannte ihn schon sehr lange, sag ich mal so, aber 3, 4 Jahre waren wir wirklich beste Kumpels, wo wir waren wie Zwillinge, man hat uns nur zusammen gesehen, wir haben alles zusammen gemacht, wir waren im Hast Urlaub. Du denn, ja, ich kann mir das schon vorstellen, hast du denn, wenn du schon nicht nochmal mit ihm gesprochen hast, hast du ihm denn das vielleicht mal gemailt oder geschrieben, wie du denkst? Und er hat es ja nur im Gerichtssaal auch gesehen, aber trotzdem, dass du ihn persönlich nochmal angesprochen hast.
Also persönlich habe ich ihn auch nochmal, also wir haben uns im Dorf nochmal getroffen, wir haben da so ein, sag ich mal, so ein Bistro, wo er auch arbeitet. Hm. Also es ist ein Italiener und da bin ich gewesen und da arbeitet er auch. Und es kam dann mal, er kam auch auf mich zu und meinte so, wir müssen mal reden. Weil er das auch von vielen Leuten mitgeredet hat, dass es mir total scheiße geht. Ach so, dann ist von ihm die Initiative ausgegangen, hat gesagt, wir müssen mal reden. Ja, genau. Ja, habt ihr geredet? Kurz. Warum, also, warum nur kurz? Er meint, er hat also, wie gesagt, gehört von dieser Dorf, mhm, dass es mir scheiße geht, dass ich ihn am liebsten zurückhaben würde, dass es mir halt total leid tut. Das hat er gehört und er meinte, er kann es einfach nicht. Mhm. Er kann nicht für die Zukunft sprechen, dass es nochmal was wird oder nicht wird, das kann er nicht sagen, aber er möchte es einfach nicht, ja, weil ich ihn zu sehr enttäuscht habe. Okay, dann ist das eine klare Ansage. Dann weiß der genau, dass es dir leid tut. Der weiß auch, dass du sehr, sehr leidest darunter. Er hat das ja auch gesehen. Mhm. Und er hat ja sogar noch das Gespräch gesucht und sagt dir, ich kann es nicht. Ich kann es zumindest im Moment nicht. Mhm. Damit musst du leben. Damit musst du leben. Was willst du machen? Also du kannst es ihm vielleicht, wenn es dir ein Anliegen ist, ihm nochmal schreiben. Aber ich glaube, das ist die Botschaft ist bei dem angekommen, dass es dir wirklich leid tut. Mhm. Er hat es ja, wenn du in Tränen im Gerichtssaal ausgebrochen bist, er stand ja auch im Gerichtssaal, er hat das ja, ja gesehen. So. Natürlich ist es traurig, dass die anderen sich auch abgewandt haben. Das ist ausgesprochen traurig. Mhm. Aber auch da ist es wieder sehr schwierig, was unternimmt man dagegen? Was ist eigentlich mit deiner Freundin? Bist du mit der noch zusammen? Mit der bin ich noch zusammen. Ja. Mhm. Also, aber wie gesagt, was noch schlimm ist, mein ganzer Freundeskreis, was auch alles sehr gute Freunde waren, er war zwar, sag ich mal, mein bester Freund, mhm, aber die anderen Freunde, diese ganze Freundeskreis, die waren ja, sag ich mal, eine große Clique, alle haben sich abgewandt. Ich habe. Ja, so hast du es gerade gesagt. Ja, das habe ich schon verstanden. Wie gesagt, gar keinen mehr. Mhm. So, was kann man dagegen tun? Da kann man erstmal gar nichts gegen tun. Wie gesagt, ich habe auch aus dem Freundeskreis auch Morddrohungen gekriegt nach der Tatzeit, wo sie. Naja, das war vielleicht so im Eifer des Gefechts. Ja, gut, da würde ich erstmal, ist es ja schon eine ganze Weile vergangen. Ja. André, da hast du dich selbst reingeritten. Stimmt, so, aber volle Kanne hast du dich ja reingeritten und du hast völlig überzogen reagiert. Jetzt musst du mit den Konsequenzen auch erstmal zurechtkommen. Was dein Freund anbelangt, da kannst du nur auf ein Signal von ihm warten. Ob das irgendwann nochmal kommt, weiß man nicht. Ja. Wenn die anderen Leute sich von dir abgewandt haben, würde ich vielleicht auch mal gezielt mit dem einen oder anderen, den du, ja, der dir in irgendeiner Weise wichtig ist, würde ich das persönliche Gespräch mal suchen. Mhm. Um da vielleicht Vorteile abzubauen, die sich da jetzt aufgebaut haben. Das ist jetzt Kleinarbeit. Da würde ich an deiner Stelle wirklich mit einzelnen Leuten versuchen zu sprechen. Wenn du da auch gegen Wände laufen solltest, wirst du dich auch damit arrangieren müssen und musst dir einen neuen Freundeskreis aufbauen. Da gibt's auch gar keine andere Möglichkeit. Ich würde aber wirklich gezielt mal suchen, mir die Leute aussuchen und mit denen sprechen. Mich alleine mit denen treffen und einfach mal quatschen. Mhm. Ich meine, du hast ja nur Reue gezeigt, bis zum geht nicht mehr. Und da sollte der eine oder andere vielleicht auch dir dann verzeihen. Aber das muss natürlich jeder von deinen Freunden für sich selbst entscheiden, ob er das möchte. Ja, das stimmt schon. Also du musst Einzelgespräche führen und was deinen Freund anbelangt, musst du abwarten. Mehr ist nicht zu machen, mein Lieber. Ja, wie gesagt, ey, ich kann es auch nochmal hier sagen, weil vielleicht sieht es ja einer, dass es mir echt, wie gesagt, unendlich leid tut, weil, wie gesagt, und das sollte echt keiner machen, auch sich da, wie gesagt, es war bei mir so, ich habe mich so in diese Sache reingesteigert. Das haben wir verstanden. Na, dass ich gar nicht schon. Das haben wir verstanden, dass es dir wirklich leid tut. Aber du darfst jetzt auch nicht zu sehr jammern. Naja, klar. Du darfst jetzt nicht über die Folgen zu sehr jammern. Und ich glaube, du neigst etwas dazu. Ja, ich bin immer so ein Typ, der sich immer dann selbst mitleidet und. Ja, das hören wir. Deswegen würde ich da auch mal ein bisschen die Notbremse ziehen. Denn das kommt bei den Leuten auch nicht gut an, wenn du fast mehr jammerst als das Opfer. Oh. Ne? So. Nee, ist klar. Jetzt versuchen wir mit ein oder dem anderen mal einfach mal ein gutes Gespräch zu führen. Und vielleicht drängt sich das ja allmählich wieder ein. Das ist ja erst ein Dreivierteljahr hier. Ja. Lieber André, alles Gute. Alles Gute. Domian? Ja. Kann ich vielleicht von dir noch eine Autogrammkarte haben? Kannst du haben. Du legst auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank, Domian. Ja, tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist die Frau, die gerade weg war. Ich hoffe, dass sie es ist, die Mariella. Hallo.
Ja, hallo Domian. Hallo Mariella, du bist 46 Jahre alt. Ja, richtig. Und jetzt bist du mein Gast. Darüber freue ich mich. Ich bin sehr nervös. Tut mir leid. Wir beide schaukeln das schon. Ja. Um was geht's denn bei dir? Also, es geht bei mir darum, dass ich seit 2005, August, habe ich bei mir einen Knoten festgestellt in der linken Brust. Ja. Und hast du selbst festgestellt beim Tasten? Ja, wie üblich unter der Dusche, so war es auch. Ja. Ja, und ich war auch bei meinem Gynäkologen. Ja. Und habe dann gleich eine Überweisung bekommen in die Klinik zum Bruströntgen und Ultraschall und alles sowas. Genau, und was man da so macht. Die Ärztin sagte zu mir, dass ich zwei Tage später zu dieser Biopsie muss. Ja, da werden so Gewebeproben entnommen. Die sagte zu mir, das wird örtlich betäubt. Genau. Örtlich betäubt und da werden dann so circa 8 Gewebeproben entnommen. Ja. Aber ich habe eine panische Angst davor gehabt, weil ich so extrem ängstlich wegen Spritzen bin. Sag mal, du bist dann auch nicht geröntgt worden? Na doch, ich bin geröntgt. Das schon. Ja, also aber du bist nicht zu den Gewebeproben, zur Entnahme nein, der Webe. Ich war zu diesem Termin, an der Annahme, habe meinen Termin abgegeben. Ja. Mir wurde es richtig schwindelig von Augen und so und habe gesagt, ich kann das nicht, ich habe eine panische Angst. Und seitdem lebe ich mit den Knoten in der Brust. Mensch, Mariella. Bist du wahnsinnig? Ja, ich weiß, ich spiele mit meinem Leben. Ich halte mal fest, das war im Jahre 2005. Ne? Jetzt haben wir es fast 2 Jahre. Hast du denn das Gefühl, dass die Knoten größer geworden sind? Na, der Knoten ist größer geworden. An der Stelle, wo jetzt der Knoten ist, ist es ganz schwarz. Und meine Brustwarze verfärbt sich gelb und ringsrum ist alles ganz rot schon. Mariella. Also die linke Brust ist größer als die rechte. Mariella, wir müssen gar nicht weiterreden. Du musst morgen zum Arzt. Ich weiß, ich habe eine Angst. Du musst zum Arzt. Auch wenn du Angst hast. Mal dir mal aus, was vielleicht sein könnte, oder was passieren könnte, wenn du es noch länger hinschiebst. Was du dann für eine Angst aushalten musst. Also mein Ex ist jetzt letztes Jahr am 1. Mai an Krebs verstorben. Der Vater meiner Tochter. Und der hatte Lungenkrebs und der ist am 31. Januar 2006 ins Krankenhaus. Den haben sie Drainagen gelegt, weil dann der hatte Lungenkrebs und dass die Flüssigkeit abläuft aus der Lunge. Und der hatte 5 Chemos und ist von 74 Kilo auf 50 Kilo runtergemagert in den 4 Monaten und ist genau am 1. Mai verstorben. Ja, das tut mir sehr leid. Ich habe das alles mitbekommen und ich habe eine eine panische Angst vor dieser Untersuchung. Verständlicherweise hat jeder von uns, Mariella, aber da gibt es gar keinen Weg drumherum. Ja, ich weiß. Ich bin, nun weiß Gott, kein Mediziner, aber was du mir gerade geschildert hast, wie die Brust aussieht, wie es sich anfühlt und so weiter. Ja. Da musst du zum Arzt gehen. Ich weiß nicht, aus welchem Bundesland du anrufst, ob morgen bei euch auch Feiertag ist. Sachsen-Anhalt. Ist der Feiertag morgen? Nee, ne? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Ja. Du gehst morgen zum Arzt. Ja. Du musst morgen zum Arzt gehen, Mensch. Was willst du denn machen? Du kannst doch nicht zu Hause noch weiter abwarten, wenn es wirklich was Schlimmes ist. Der zählt jeder Tag. Jeder Tag zählt. Ja, meine Tochter hat heute auch schon gesagt, Mutti, deine linke Brust ist größer als die rechte. Aber ich will meine Tochter auch nicht damit belasten, weil sie hat auch selber Probleme und so. Ja. Und wer weiß denn überhaupt davon? Niemand? Naja, mein Verlobter, aber der macht 4-Stunden-Schicht in Leipzig auf dem Flughafen, Gepäckkontrolle und so. Der ist also sehr abgelenkt. Der weiß davon, aber er sagt immer, Mensch, geh dann nach, wenn du Schmerzen hast und so, aber mehr kommt da aber auch nicht. Pass auf, Mariella. Es geht jetzt nicht darum, du musst jetzt mal zum Arzt gehen. Es geht darum, du spielst im Moment mit deinem Leben. Domian, ich weiß. Du spielst mit deinem Leben und wenn du jetzt weiter noch zögerst, läufst du ganz große Gefahr, ganz schlimm leiden zu müssen. Na, die Schmerzen sind ja schon da. Die sind jetzt schon da. Tabletten, aber die helfen langsam auch nicht. Ja, da müssen wir auch nicht drüber reden. Das ist natürlich alles Quatsch. Du kannst nicht einfach irgendwelche Schmerztabletten nehmen. Du musst ordentlich untersucht werden. Da muss etwas gemacht werden.
Das, was unangenehm ist, das weiß jeder von uns und jeder hat da sehr unangenehm. Ja, da hat jeder Verständnis für und jeder fühlt da mit dir. Aber niemand hat Verständnis dafür, wenn du nicht zum Arzt gehst. Das ist keine Kleinigkeit. Naja, aber ich kriege Hartz IV zurzeit und ich weiß nicht, wie das dann finanziell alles geregelt ist mit Krankenhaus und so. Das ist schon. Behandelt wird. Ja, das ist schon, doch, das ist schon alles ordentlich behandelt. Jetzt such du dir nicht noch irgendwelche Gegenargumente wieder aus. Du hast einfach pure Angst, was auch verständlich ist. Ja. Aber du hast schon großen Mist gebaut, sage ich dir, dass du 2 Jahre gewartet hast. Das ist nicht verzeihlich. Ich sage es wirklich ganz, 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 ganz klar. Das ist nicht verzeihlich. Das darf man nicht machen. Wenn man einen Verdacht auf eine solche Erkrankung hat, muss man sofort etwas unternehmen. Mensch, du bist eine Frau von 46 Jahren. Ja, ich weiß, aber die Angst ist halt da. Ich kann dagegen nicht. Doch, da kann man gegen tun. Man kann dagegen tun, indem man einfach in die Klinik reinfährt. Punkt. Und wenn man da noch so viel Angst hat. Und die Spritzen und so. Und das Mensch, Mariella, die Spritzen sind vielleicht eine Kleinigkeit, ein Kleinschiss gegenüber all dem, was dir unter Umständen bevorsteht, wenn du dich nicht behandeln lässt. Ja, Jürgen, aber ich habe mir so ein Prospekt besorgt, wo Brustkrebsuntersuchungen abgebildet sind von der Biopsie, dass sie dann mit Spritzen jetzt so in die Brustwarze reingehen und da Gewebe entnehmen oder... Ja, aber das werden die betäuben vorher. Und wenn du zu große Angst hast, ich weiß nicht, wie die das handhaben, dann könnte man dir auch eine Dämmerschlafnarkose geben, so eine leichte Narkose, dann machst du es halt so. Sag denen ganz einfach, dass du irre Angst vor diesen Spritzen hast, dann werden die schon was machen. Das wird so gut betäubt werden, dass du vielleicht nur einen kleinen Pieks mal einmal spürst und dann ist es gut. Es geht doch darum, was dann weiter geschieht, was für ein Ergebnis dann rauskommt. Ja. Darum geht's doch. Wenn das was Bösartiges ist, musst du operiert werden. Das muss ich jetzt auch so klar sagen. Ja. So. Und je länger du wartest, desto schwieriger wird alles und komplizierter wird alles. Je länger du wartest, Maria, desto mehr wirst du leiden müssen, wenn es was Schlechtes ist. Ach, Mensch. Ich habe Missbock gebaut, ich weiß das. Hast du. Aber die Angst war größer als andere, ich weiß nicht. Nun wollen wir hoffen, dass es noch alles im grünen Bereich ist, dass es noch nicht zu spät ist mit dem Handeln. Wollen wir einfach hoffen. Versprichst du mir, dass du morgen direkt zu deinem Arzt gehst? Ich gehe morgen zu meinem Arzt. Musst du auch wirklich machen. Tut mir leid. Schießt morgen. Ja. Du stehst morgen früh auf und dann sofort zum Arzt und beichtest, dass du das abgebrochen hast und dann soll der sofort was in die Wege leiten. Mein Frauenarzt weiß das, dass ich nicht gegangen bin. Hast du denn danach mit dem nochmal gesprochen? Ja. Echt? Und was hat der... Was war, also ein halbes Jahr später, ich war im August 2005 da und dann ein halbes Jahr später war ich nochmal da, weil sich das auch schon verändert hat und so. Und ich weiß nicht, ich bin einfach nicht hingegangen, weil ich weiß, dass ich da ins Krankenhaus muss. Und ich verstehe schon, aber das heißt, dein Gynäkologe weiß das. Und was hat der zu dir gesagt, dass du dich nicht weiter hast behandeln lassen? Er hat nichts zu mir gesagt, weil ich dann gar nicht mehr hingegangen bin. Ach so. Nämlich in der Klinik. Ach so, der hatte gar keine Chance, dir ins Gewissen zu reden. Nein. Ich verstehe. So, musst jetzt du. Weiß ich nicht, was ich sagen soll, wenn ich dann wieder hingehe. Da sagst du einfach genau wie bei mir, dass du so eine große Angst gehabt hast. Ich habe die Angst immer noch. Das verstehe ich. Da kannst du jetzt nur mit Ehrlichkeit. Erzähl dir nicht irgendwelche Lügengeschichten, das blickt der sowieso, dass das nicht stimmt. Sag gleich ehrlich, ich habe so eine Angst gehabt und ich konnte nicht, aber jetzt komme ich. Ja. Ja? Ja. Morgen früh. Morgen früh. Morgen früh gehst du dahin. Ja. Gut. So, und jetzt bist du sehr traurig und sehr fertig und sehr runter mit den Nerven, ne? Ja. Das heißt, wir werden dich jetzt, meine Psychologin ruft dich jetzt nochmal an und kann dich noch ein bisschen trösten und mit dir noch ein bisschen reden, was dann morgen alles so passiert. Ja? Ja. Mariella, dann leg du bitte jetzt auf und meine nette Psychologin, die Anja, ruft dich an und dann könnt ihr beiden Frauen in Ruhe noch ein bisschen weitersprechen. Dankeschön, Domian. So, und ich drücke die Daumen, dass es noch alles im zeitlichen Rahmen ist und dass es nicht so schlimm wird. Ja. Ja? Von Herzen alles Liebe und alles Gute, Mariella. Dankeschön, Domian. Ja, leg bitte auf und wir rufen gleich wieder an.
Tschüss. Tschüss. Oh, war ja die Mariella. 2 Jahre. Martin ist hier. Martin ist 47. Hallo Martin. Ja, hallo Domian. Um was geht's denn bei dir? Ich rufe nochmal zu dem Thema von gestern an. Ja, Thema Beerdigung. Ja. Und ich wollte auch von einer ausländischen Beerdigung berichten. Mhm. Ich habe ja gestern die Sendung gehört, da waren ja so einige ziemlich krasse Beispiele und bei mir ist das, muss ich sagen, in Anführungsstrichen sehr, sehr positiv rübergekommen. Ja. Habe ich also einen sehr positiven Eindruck. Ja. Von was für einer ausländischen Beerdigung möchtest du erzählen? Ja, das ist von einer Beerdigung auf den Philippinen. Auf den Philippinen? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin seit 17 Jahren mit einer philippinischen Frau verheiratet. Mhm. Ich habe auch immer sehr guten Kontakt zu der Familie gehabt. Auch sehe ich zu, dass ich immer so einmal im Jahr auch unten auf den Philippinen eben halt da Urlaub mache. Mhm. Und ich hatte auch immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Schwiegervater, mhm, der mich auch wirklich so als Sohn akzeptiert. Ja, welche Religion gehören deine Schwiegereltern oder die Schwiegerfamilie an? Ja, das ist so, dass es sind Christen, Katholiken. Das ist ja so, dass die Philippinen lange Jahre eben halt spanische Kolonie war. Mhm. Und ich meine, das ist ja so ein bisschen Mischmasch, chinesische Einflüsse, amerikanische Einflüsse, aber auch irgendwie so traditionell eben sehr viel auch spanische und Einflüsse und wie gesagt, die sind alle, also 80% sind da katholisch. Ja, so auch deine Familie. Ja, genau. Wer ist gestorben in der Familie? Das war mein Schwiegervater. Dein Schwiegervater. Dann seid ihr nach unten geflogen. Ja, ja. Also es war so, der hatte eine schwere Herzinsuffizienz, also so eine Herzschwäche und es war auch schon abzusehen und dann ist er doch relativ plötzlich gestorben. Mhm. Und eben halt, dann ist es eben so gewesen, dass auch eben traditionell, die Philippinen sind ja also auch so ein Land, da sind so irgendwie 7000 Inseln, bis dann eben alle Angehörigen zusammengekommen sind. Das dauert dann eben eine Zeit. Ja. Bei uns hat es natürlich auch ein paar Tage gedauert. Ja. Wie verläuft denn dann die Beerdigungszeremonien, nachdem dann alle da sind? Mhm. Das wollte ich jetzt auch erzählen. Ja. Also es ist erstmal so, dass dann eben halt der Leichnam auch so ein bisschen einbalsamiert wird und dann in einen weißen Sarg kommt und eben nicht irgendwo in einer Leichenhalle steht, sondern zu Hause direkt im Wohnzimmer. Mhm. Jetzt muss ich gleich mal unterbrechen. Ja. Wir haben ja gestern sehr drastisch erzählt bekommen, was balsamieren bedeutet. Du sagst, ein bisschen wurde der Leichnam einbalsamiert. Was bedeutet das? Dass auch eben halt ein gewisses Make-up und so. Es wird eben halt auch so das Blut rausgeholt. Mhm. Aber der Sarg an sich wird schon geschlossen. Es ist dann eben halt so ein gläserner Deckel drauf. Mhm. Eben, ist klar, es ist ein tropisches Klima, dass man da auch nichts riecht oder so. Also, ein gläserner Deckel, das ist ja schon ungewöhnlich, das kennt man ja so von uns hier eigentlich nicht, dass ein gläserner Deckel kommt auf einen Holzsarg drauf. Ja. Und man sieht dann den verstorbenen Menschen dort drin liegen, der dann sehr schön zurecht gemacht macht es wahrscheinlich, die Haut sieht gut aus und er ist schön angezogen auch. Ja. Ja, und wie gesagt, und dann wird eben der Sarg eben halt erstmal zu Hause auch gelassen, was mich sehr eben auch so, was ich sehr gut fand, dass dann eben halt auch neben der Familie auch immer abends Freundeskreis kam, jeder brachte Essen, Trinken mit, auch so halt, ne, man saß, dass die Angehörigen nicht alleine waren. Mhm. Wie lange bleibt der Sarg im Haus? Das war bei meinem Papa ungefähr eine knappe Woche. Eine knappe Woche? Knappe Woche. Das ist ja erstaunlich. Das ist erstaunlich. Und dann wirklich bei dem Klima, wo es doch wirklich sehr warm ist, daher auch die Vorbereitung, die du gerade geschildert hast. Also die ganze knappe Woche bleibt er im Haus, es kommt Besuch rein, es kommen Verwandte. Und wird so ein kleiner Altar gemacht und eben halt, dass auch immer Leute kommen. Und das normale Leben
läuft dann auch weiter in dem Haus. Man schläft auch, ja, in dem Haus. Ganz die, genau. Und man isst auch dort. Und, aber der Tote ist halt dann auch mit dabei. Ja. Was passiert dann nach dieser knappen Woche? Was ist dann geschehen? Ja, also das ist dann der Tag der Beerdigung. Ich muss dazu sagen, also meine Familie eben halt wohnt in der Provinz. Das ist jetzt kein direktes Dorf, aber so eine mittlere Kleinstadt, würde ich sagen. Und mein Schwiegervater, der war eben halt auch, der war Polizist, als er noch berufstätig war, und eben halt sogenannter Veteran. Das heißt, er hat damals im Zweiten Weltkrieg eben gegen die Japaner gekämpft. Also der war an für sich sehr gut angesehen. Mhm. Was passiert dann nach? Und dann, ja, dann kommt eben halt der Leichenwagen, auch in Weiß, so ein ganz alter amerikanischer Schlitten war das eben halt. Dann wird der Sarg draufgetan. Dann wird erstmal eben halt der Sarg für mehrere Stunden vor der Polizeiwache hingestellt. Ach so, wo er gearbeitet hat? Ja, ganz genau, wo er gearbeitet hatte. Und danach dann eben halt zur Kirche. Dann wird eben halt ganz normal wie hier auch in so eine Totenandacht gemacht. Was ich auch noch sehr schön fand, dass dann auch Angehörige, eben meine Schwägerin und auch ein Freund, auch ein Veteran und ein anderer Polizist, dann eben auch so Reden gehalten hat über den Vater. Ja, und dann eben halt zieht irgendwann mal dann der ganze Zug eben halt zum Friedhof auch. Ja. Den musst du dir so vorstellen, also ein bisschen auch wie spanisch eben alles auf den Weiß gehalten. Wird denn dann auch vor dem Grab auch nochmal etwas gesprochen? Ja, das läuft circa ziemlich so ab wie bei uns. Wie bei uns auch. Aber dann ist ja diese ganze Zeremonie ist ja doch sehr lange und sehr intensiv. Ja, sehr intensiv. Das was ich also eigentlich gut finde, weil man somit sehr lange die Möglichkeit hat, sich verabschieden zu können, genau, ja. Und sich auch eben während dieser ganzen Zeit vor Augen führt, dass dieser Mensch nun wirklich tot ist. Ja. Sodass der Tod eine Realität auch bekommt. Ganz genau. Und vor allen Dingen, dass der Tote auch nicht, wie bei uns leider ja manchmal, irgendwie abgeschoben wird, sondern dass der bis zum Schluss eben halt in der Gemeinschaft auch bleibt. Also so wie du das jetzt erzählst, daraus höre ich, dass du davon auch sehr beeindruckt warst und dir das gefallen hat. Also was ich noch dann eben halt zur jetzt eigentlichen Bestattung sagen kann, was mich sehr beeindruckt hat, war dann so, dass als dann der Sarg eben halt runter in die Gruft kam, ins Grab, dann wird eben halt so eine, auch so eine Trompete, so eine Fanfare gespielt hier, der letzte Zapfenstreich. Und dann war Folgendes, dass dann sämtliche nahen Familienangehörige anfingen zu schreien, haben sich hingeschmissen, geweint bis zum geht nicht mehr. Und auch meine Frau, wie gesagt, ich meine, die wohnt ja auch schon so lange hier in Deutschland, weißt du, hat das auch völlig mitgemacht. Weißt du, auch das finde ich beeindruckend. Ja. Wir hier nehmen uns zusammen. Ganz genau. Oder wenn man weint, dann kämpft man gegen die Tränen irgendwie an oder es ist einem peinlich. Ja. Wenn und alle aber schreien und weinen. Wir haben so die Trauer richtig so losgelassen. Genau, rausgeschrien, ja. Dann das Faszinierende, dann eine Stunde später wird dann auch so traditionell eben halt noch saß man zusammen, da wird dann Musik eingeschaltet, dann kam da eben halt auch Alkohol und dann wird sogar die gleichen Menschen, die da vorhin noch richtig bis zum Geld nicht mehr waren, zwar auch noch gedämpft, aber man sprach dann, man macht auch war locker ein Witzchen oder so. Ja. Also Martin, das fand ich eine sehr interessante Schilderung, was wir da gerade von dir gehört haben. Das ist ja auf der ganzen Welt wirklich so unterschiedlich und wir erfahren so wenig darüber. Deswegen danke ich dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir mit deiner Liebsten alles Gute, alles Liebe weiterhin. Ich bedanke mich auch und ich wollte auch nur sagen, dass ich, wie gesagt, auch seit
seit Jahren eure Sendung sehe und ich bin auch wirklich ein Fan von euch. Das freut mich sehr, Martin. Lieber Martin, alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Ach, ich könnte euch zwischendurch auch mal sagen, oder euch mal sehr empfehlen, www.nachtlager.de anzuklicken. Das ist unsere Fan-Seite, die sehr toll gestaltet ist und mit sehr viel Mühe gemacht wird. www.nachtlager.de. Katja ist hier und Katja ist, wie alt ist sie? 36, guten Morgen. Ja, hallo, hier ja. Katja. Hi. Hallo Katja. Ich möchte heute Abend eigentlich, also heute Morgen vielmehr über das Verhältnis zu meiner Mutter sprechen. Über was? Zu dem Verhältnis, also zu meiner Mutter sprechen. Ja. Und zwar hege ich eine starke Abneigung gegen sie, also gegen beide Eltern eigentlich, aber vielmehr oder primär gegen meine Mutter. Warum? Es ist so, dass meine Eltern eigentlich für mich nie da waren und jetzt von mir eigentlich erwarten, dass ich eigentlich auch für sie da bin. Und das Primäre wegen meiner Mutter ist, dass ich zu ihr keinen Abstand halten kann. Also mein Vater wohnt weiter weg in einem anderen Land. Zudem habe ich seit einem halben Jahr jetzt keinen Kontakt mehr. Ja, und die Mutter wohnt in der Gegend? Ja, die wohnt halt ungefähr 20 Kilometer von mir entfernt. Bist du denn bei deinen Eltern, bei deiner Mutter aufgewachsen? Also bei meinen Eltern bin ich aufgewachsen, bis ich 15 war. Und dann bin ich in ein Heim gegangen, freiwillig. Und habe dort meinen Schulabschluss nachgeholt und bin dann zurückgekommen und bin dann so in die Drogenszene verfallen. Darf ich mal zwischenfragen, wieso bist du freiwillig, wenn man mit 15 freiwillig von zu Hause weggeht? Dann muss es ja schon ziemlich heftig sein. Ja, es war auch ziemlich heftig. Was war das Schlimmste? Es war vieles schlimm. Also mein Vater hat mich früh angefangen zu schlagen, meine Mutter auch schon ein paar Jahre zuvor. Und bei uns gab es nicht das diese idyllische Familie, also dass man miteinander gelebt hat, sondern jeder lebte in seiner Problematik nebenher. Also eine schon schlimme Situation in der Familie. Du bist dann in die Drogenszene, sagst du, abgeglitten? Ja, also ich war dann im Heim ein Jahr lang, dann habe ich 2 Jahre eine Ausbildung gemacht, die habe ich ohne Abschluss gemacht, bin dann wieder zurück in die Stadt, wo ich vorher gewohnt habe. Ja, und da habe ich dann halt ziemlich viel Drogen genommen und das hat mich dann so richtig runtergezogen und habe dann damit aufgehört, Mitte 20 war und und dann kamen die ganzen Depressionen. Ja. Und die Depression. Ja, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte dich fragen, wie du, lebst du heute allein oder hast du einen Partner? Ich bin jetzt seit 5 Jahren solo. Du bist solo. Ja. So, und jetzt das Grundproblem ist, du magst deine Mutter nicht, aber deine Mutter will mit dir Kontakt haben. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau. Also es ist nicht so, dass ich sie jetzt, ich fühle mich so hin und her gerissen. Also natürlich ist es meine Mutter, ne? Mhm. Und man kann ja die eigene Mutter nicht irgendwie so, ja, abschütteln. Mhm. In der Zeit, als es dir drogenmäßig schlecht ging, hinterher die Depressionen, was du gerade gesagt hast, war da deine Mutter für dich da oder nicht? Und sie sagt zwar, dass sie da war, aber sie war nicht da. Du hast es so empfunden, als wäre sie nicht da. Wir waren getrennt. Also als diese heftige Depressive, also während meiner Drogenzeit war ich sowieso nicht da. Da war sie mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, die keinen Hand und Fuß hatten, aber sie der Meinung war, dass sie das jetzt so machen müsste. So, wenn das Verhältnis so gestört ist, dann könnte man ja eigentlich so spontan sagen, okay, dann müsste die Katja einfach auf der Mutter sagen, ich möchte nicht so viel Kontakt haben und geht einfach auf Abstand. Ja, das habe ich ja schon versucht, aber das sieht sie ja nicht. Sie sieht das alles gar nicht. Also sie klammert sich immer wieder an dich ran jetzt. Ja, und jetzt seit 3-4 Jahren ganz besonders. Vor 2 Jahren hatte sie einen Hirntumor, den hat man ihr entfernt. War halt ein Meningiom, Gott sei Dank, so zu guter Letzt. Aber meine Mutter neigt dazu, halt eben die Verantwortung für ihr Leben anderen in die Hand zu drücken und sie dann auch dafür noch verantwortlich zu machen. Das heißt, du fühlst dich richtig unter Druck gesetzt und belastet durch deine Mutter, hast aber irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, sie wegzuschieben. Ja. Sie ist halt deine Mutter, nun war sie auch noch schwer krank. Ja. Schwierige Situation, total. Letztendlich, aber kannst du natürlich auf Dauer, kannst du nicht gegen deine Gefühle dich verhalten.
Ja, ich habe halt im Augenblick so voll die Sehnsucht danach, also irgendetwas zu machen. Also ich habe jetzt ein Abitur angefangen an einem Abendgymnasium. Mhm. Und ich habe das aber irgendwie auch aus dem Druck her nicht geschafft, das Ganze lernen und die finanzielle Situation. Und jetzt will ich halt im nächsten Jahr zur Sozialassistenz halt eine Ausbildung anfangen, wenn das klappt. Und also da ist aber alles mit dem Hintergrund weg von hier, also vielleicht dann auch irgendwo im Ausland zu arbeiten oder so. Ach so, verstehe. Das ist so ist eine Flucht. Eine Flucht. Mhm. Ja. Mhm. Also ich frage nochmal, sag's nochmal, wenn du das deiner Mutter so mehr oder weniger direkt oder indirekt sagst, dass du nicht so mit ihr so viel zu tun haben möchtest, das akzeptiert sie nicht. Nee, überhaupt nicht. Bist du das einzige Kind? Ja. Ach, das auch noch. Mhm. Ja, und von deiner Seite aus ist wirklich definitiv ist die Gefühlsgrundlage zerstört durch all die schlimmen Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Ja, genau. Da ist keine Verbindung, letztendlich keine wichtige Verbindung mehr. Für mich nicht mehr. Mhm. Und aber ich habe also vorgestern habe ich sie gesehen und wir hatten wieder irgendein Thema zur Familie und dann habe ich gesagt, ach irgendwie ist die mir alle egal. Und dann sagt sie zu mir, ja, wie kannst du sagen, dass ich dir egal bin? Sag ich, ja, irgendwie bist du mir egal und habe ihr das versucht zu erklären, aber das kam nicht an. Ist sie denn jetzt gesundheitlich wieder fit? Nee, sie ist auch, also dann hatte sie einen Oberbauchbruch und jetzt hat sie Gallensteinentzündung bekommen und dann ist sie halt auch psychisch sehr belastet, also und hat Panikattacken und Angstzustände. Verstehe, das heißt, also, das ist auch nicht jemand, mit dem man so ganz sachlich reden kann, sondern sie ist halt auch sehr gebeutelt durch ihre Erkrankungen. Ja, aber sie ist auch ein Mensch, der immer auf Konfrontation ist. Mhm. Also ich finde die Idee natürlich gar nicht dumm von dir, dass du sagst, ich tue was für mich, um auch was Neues zu machen und gehe dann irgendwo anders hin, um einfach mal eine räumliche Distanz zu haben. Ja. Ne? Das ist, finde ich, eigentlich auch ganz elegant. Dann stößt du sie nicht so vor den Kopf, sondern du bist einfach dann nicht mehr so da und dann wird sich das auch etwas reduzieren, das Ganze. Ja, ich hoffe ja dann, dass sie dann halt dadurch auch lernt, irgendwie wieder zu sich selbst zu finden, aber das macht sie ja nicht. Sie ist ja da so in ihren Gedankenwelt, so in ihrer, ich habe immer recht und ja, und die anderen wollen mir immer nur schaden. Mhm. Ich bin ja auch jetzt nicht. Ich finde die Situation für dich wirklich, wirklich schwierig, weil man da so hin und her gerissen ist zwischen Erwartung und Anspruch und eigenem Gefühl und so etwas. Ja. Ich würde dir gerne mal noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, Katja, dass du vielleicht dir selbst auch für die Zeit, wo du noch bei deiner Mutter bist, also in der Nähe deiner Mutter wohnst, einfach mal so ein bisschen Rückhalt holen könntest, wie du dich da vernünftig und ordentlich auch verhältst, adäquat dir gegenüber auch. Aber was so die Perspektive betrifft, finde ich deinen Plan sehr gut, dass du auf räumliche Distanz gehst. Das wird die richtige Lösung sein, das glaube ich. Ja, ich denke halt auch und ich weiß halt nur nicht, wie sie es schafft. Also da mache ich mir halt auch Sorgen. Mhm. Ne? Also vielleicht können wir dir ja auch noch ein paar Ratschläge geben, wiederum, was du mit deiner Mutter machen könntest oder was du ihr empfehlen könntest. Ja, aber ich habe mal irgendwie mitbekommen, dass es wohl auch so sozialpädagogische Betreuung gibt, die halt eben auch nach Hause kommen zu jemandem. Ja. Das können wir mal im Hintergrund besprechen und vielleicht können wir da dir wirklich mit Informationen gut zur Seite noch stehen. Mhm. Ja, liebe Katja, dann bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, super, danke. Alles Gute von Herzen und toi, toi, toi für deine beruflichen Sachen. Ja, super, danke. Tschüss. Tschüss. Kai ist hier. Kai ist 16. Hallo Kai. Ja, hallo. Hallo Kai. Um was geht's bei dir? Ja, also ich und meine Freundin, wir sind beide 16 Jahre alt und meine Freundin ist jetzt schwanger seit 3 Monaten und ich weiß absolut nicht, wie ich meinen Eltern sagen soll. Hm. Wissen denn ihre Eltern Bescheid? Nee, auch nicht. Also wir haben beide ziemlich strenge Eltern. Ja. Und wir wissen absolut keinen Ausweg. Ja. Gehen wir nochmal erstmal einen Schritt zurück. Ich glaube, ihr seid alt genug, um auch so etwas wie Verhütung schon mal gehört zu haben, ne? Ja, klar, aber aber? Wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange und ich sag mal, es war der Drang da und da haben wir in der letzten Sekunde auch nicht mehr so an Verhütung gedacht. Ja. Aber genau das sollte man tun, auch wenn man sich lange kennt und wenn der Drang noch so groß ist. Ja, klar.
Das ist richtig. Also jetzt im Nachhinein kann man das auch so leicht sagen, aber... Wie lange kennt ihr euch denn schon? In dem Moment haben wir absolut nicht mehr dran gedacht. Ja. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Wir kennen uns seit 3 Jahren und sind seit 2,5 Jahren zusammen. Mhm. Ja, das ist natürlich eine hochheikle Situation, in der ihr da steckt. War von Anfang an klar, dass deine Freundin, dass ihr das Kind haben wollt? Ja, also Abtreibung kam für uns gar nicht erst in Frage, weil halt aus dem Grund, wir hielten eine Abtreibung für Mord und hat man halt damals ihr Leben geschenkt und warum sollen wir dann nicht auch jemand anders ihr Leben schenken? Okay, finde ich eine gute Einstellung. Jetzt müsst ihr natürlich auch zu dem stehen, was ihr gemacht habt. Ja, das ist richtig. So, und ihr wart einfach unvorsichtig, da gibt es auch keine Entschuldigung für. So, und jetzt muss man auch das, aber wirklich mit klarer Haltung muss man zu dem stehen. Das heißt, es ist ja eh nicht mehr lange zu verbergen. Dann kriegen die Eltern deiner Freundin das sowieso mit. Ja, das ist richtig. Ich finde, dass beide Eltern informiert werden müssen. Ich finde, dass ihr, wenn ihr Angst habt und nicht wisst, wie ihr das machen sollt, gemeinsam ganz schnell zu einer Beratungsstelle gehen solltet. Wir geben euch gerne gleich eine Anschrift in eurer Umgebung. Aber dann führt der Weg einfach nicht daran vorbei, den Eltern das klipp und klar zu sagen, so, die Freundin ist schwanger. Es stellt sich nicht mehr die Frage, wie soll ich das sagen, sondern indem man es einfach ausspricht. Dann ist es gesagt. Ja, nur das Problem ist, ich bin jetzt kurz vorm Abschluss und meine Freundin, die hat gar nichts, also die hat die Schule abgebrochen deswegen. Kai, leicht ist das nicht, das ist jetzt völlig klar. Das ist klar, dass jetzt 1000 Probleme auf euch zukommen, das ist mir völlig klar. Ja, also... Aber die könnt ihr nur lösen, wenn ihr offen mit der neuen Lage umgeht. Ja, nur, ich sag mal, ich persönlich hatte damals eine ziemlich strenge Erziehung. Also, wenn mein Vater nicht mehr weiter wusste, dann hat er halt zu anderen Mitteln gegriffen, so wie Öl oder sonst was. Und vor sowas habe ich halt Angst, weil Verstehe. Ich auch nicht einfach irgendwie, was weiß ich, meinen Vater selber mit Schläge drohen oder sonst was. Wer ist denn, zu wem hast du denn am ehesten noch Vertrauen? Dann zu der Mutter? Nee, also Beste, also zu meinem Kollegen, also ich habe mit meinem Kollegen auch schon drüber gesprochen, also von mir weiß es mein bester Kollege und meiner Freundin halt die beste Freundin, nicht? Ja, wie alt ist denn dein bester Kollege? Mein bester Kollege ist 19. 19, ja. Hast du noch Geschwister? Ja, mein Bruder. Ist der älter oder jünger? Der ist älter. Wie viel älter? Der ist 26, der ist also 10 Jahre älter als ich. Hast du mit dem einen guten Draht? Nein, nicht so, weil der wohnt im Ausland. Ach so, okay. Wie ist das Verhältnis deiner Freundin zu ihren Eltern? Ja, auch ziemlich angespannt. Also die Situation ist richtig mies für euch. Ja, weil also bei ihr ist das Problem halt, sie hat die Schule abgebrochen und dann nehmen mir die Eltern halt bis heute noch ziemlich übel. Die wissen nicht warum und meine Freundin will auch nicht sagen warum. Sie hat sich einige Ausreden einfallen lassen und das heißt, ihr beide habt richtig Angst. Ja, sicher. Ne? So kann man es dann auch verstehen. Deswegen dann in Anbetracht dieser Situation, dass die Elternhäuser so kompliziert sind, wie du es gerade geschildert hast, finde ich wirklich, dass ihr zuerst und ganz schnell zu einer Beratungsstelle gehen solltet, gemeinsam. Ganz schnell. Da seid ihr mit Leuten vertraut oder ihr sitzt Leuten gegenüber, die sich wirklich sehr gut auskennen und die solche Fälle auch immer und immer wieder haben. Die werden euch auch konkrete Tipps geben, wie ihr das mit den Eltern machen sollt und wie es später dann laufen soll. Es kommen ja 1000 Fragen auf euch zu, wie das Ganze dann organisiert wird danach. Da braucht ihr Hilfe, das könnt ihr nicht alleine schaffen. Ja, das ist richtig, nur ich weiß am Ende keinen Ausweg mehr. Kai, pass mal auf, jetzt rufen wir dich gleich, die Sendung ist ja gleich zu Ende. Wir rufen dich wieder an und dann kriegst du von uns die entsprechenden Auskünfte und Informationen. Und meine Psychologin kann dir auch noch ein paar sehr konkrete Ratschläge geben. Okay? So, das war der Kai.
Und ich gucke auf die Uhr. Mensch, wir sind gleich zu Ende. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir nicht da wegen des Feiertages, aber wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag und wir hören und sehen uns wieder übermorgen. Bis dahin, macht's gut, schöne Nacht. Ciao.